My loyal blade and champion of the festival. Both your deeds will ever be praised in song. Now, the vow will be honored, and my Lord Brother's soul will return, so that he may be my consort. Na, wo hast du den Esel mittlerweile gegessen? Selber so ein Esel, der da. Verzögerte Attacken, deine Mutter, ihr Cousin, ey. Panik, zu viele Panik-Rolls. Kommt direkt angestürmt mit so einer Atombombenattacke. Okay, das kann man nicht parryen. Oh, was ist das? Du fick die Mo-, Alter! Erwischt dich trotzdem. Parry, habt ihr gesehen? Da war ein Parry. Frage, was einfacher ist, ne? Rollen oder parryen? Ich bin mir nicht so sicher. So, das ist ein Stampfer. Alter, was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Alter, was? Huhuhu. Ich wollte heilen. Ja, was willst du da machen, Alter? Ich find's so schade, dass man irgendwie
Bosse nicht beim ersten Mal legen kann in dem Spiel. Wisst ihr, was ich meine? So, dass man einfach durch Geschicklichkeit und Auffassungsgabe das schaffen kann. Aber das kannst du nicht. Du musst es auswendig lernen. Du kannst nicht während des Kampfes lernen. Noch kein wirklicher Progress, muss ich sagen, ja. Man muss ihn halt jetzt 500 Mal machen. Es ist halt so. Gedrückt. Schweren Keule nur einmal schlagen. Ja, zweimal ist schon zu viel. Zweimal? Was? Auch nicht. Was machst du denn gegen diese Attacke? Das habe ich ja überhaupt nicht. Was macht man gegen diese blaue Attacke, Alter? Springen vielleicht? Die hat mich bis jetzt, egal was ich gemacht habe, ich bin jedes Mal in eine andere Richtung gerollt, hat die mich erwischt. Zögert.
verzögert. Scheiß verzögert. Ich weiß auch nicht, ob man wirklich alle Attacken von ihm parieren kann. Diese Kreuzattacke zum Beispiel, bin ich mir nicht sicher. Die kann man. Fußstampfer kann man nicht. Verzögert. Stampfer zu spät gesehen. Die kann man. Ja, verzögert. Verdammt, verzögerten Attacken. Was soll ich da machen, ey? Die ist mies. Die geht. Warum auch immer. Ja, da weiß ich halt überhaupt nicht, was man machen soll. Jetzt macht er natürlich nur noch Scheiße. Nein, verzögert wieder. Fick dich. Ja, und tot. Wow. Ich weiß nicht, ob man den Kreuz-Slash, ich glaube, den kann man nicht parryen. Und diese scheiß Magnetattacke, ey, ich raff's nicht, wie man die... Da muss man... Nee. Ja, was machst du da? Keine Ahnung. Ja, wenn er geparried ist einmal... Ja, okay, wenn er geparried... Ich glaube, wenn man ihn einmal parried, macht er immer den Fußstampfer. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Da fehlen noch empirische Daten. Wahrscheinlich wollen die damit verhindern, dass man direkt Puff-Puff-Parry macht. Puff-Puff-Parry. Ah. Aber diese verzögerten Attacken, es ist... Ich weiß nicht, wie man das... Das fuckt mich schon das ganze Spiel über ab. In jedem Spiel, es ist einfach... Guck. Ja. Nee. Die weiß ich nicht, die Doppelattacke von rechts. Wenn er mit dem Schwerter so nimmt und so schlägt, das weiß ich nicht, ob man das parryen kann. Immer wenn er mit zweien gleichzeitig haut, weiß ich nicht, ob man das parryen kann. Ist natürlich auch nicht die beste Parry-Waffe, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht sollte ich... Ich weiß auch nicht, ey. Komm, wir machen einfach weiter.
natürlich nicht parryen. Back auf ihn zu. Lion's Claw. Double Lion's Claw. Heilen. Nee. Mies. Come on, parryen. Ich versuche jetzt erstmal nur die Parries rauszukriegen. Ja. Unfassbar viele unterschiedliche Attacken, Alter. Jackie Boy! Danke für die Subs, Jack! Guck, wo ich bin! Guck, was das Spiel mit mir gemacht hat. Jack. Hilf mir, Jack. Jack. Macht er zweimal die Sau. Dafür stehe ich natürlich nicht so gut jetzt. Ey, wie soll man diese Attacke? Ich raff das. Das raff ich wirklich überhaupt nicht. Was macht man da, Leute? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Sagt's mir, schreibt's mir in den Chat. Muss man da springen oder was? Den Magneten meine ich, ja. Dodgen, bevor er saugt. Die Doppelattacken kann man nicht parryen, oder? Doppelschwerter, glaube ich, nicht Harry. Nope.
Nein, nicht Doppelschwert. Doppelschwert, mach doch nicht sowas. Fuck. Schwert, ja. Gar nichts. Ich habe gar keinen Schaden gemacht. Vielleicht ist Perry auch falsch. Vielleicht ist Perry nicht das Richtige gegen den. Weiß ich nicht, bin unsicher. So viele Attacken hat, die man nicht parryen kann. Den muss ich parryen, wenn er da um mich rumläuft. Der ist nicht so schwer zu parryen. Der ist scheiße. Den da meine ich.
Interface. Alles Erfahrungswert. Das bringt alles nichts. Du musst ihn kennen. Eitheis musst du auch trainieren. Den meint, ne? Lion's Claw. Stampfer. Da. Nee, die nicht. Mann! Ich muss mehr drauf achten, ob er mit einer Hand zusteckt oder mit zwei. Das war doch ein Doppel. War das nicht sogar mit zwei oder sah das nur so aus? Okay. War das nicht der Doppelschlag, den ich gerade geparried habe? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ne? War es nur die Rückhand? Den Doppel kann man parieren. Den Doppel von der Seite meine ich, ja, ja. Na, wir gucken mal. Den kann man nicht parieren. Oh, scheiß Stampfer. Den kann man parieren, glaube ich. Aber das ist auch kein Doppel, sondern das ist nacheinander. Da macht er zack, zack. Den kannst du parieren. Also Einzelschläge kannst du safe parieren. Nur nicht Doppelschläge. Also, ihr wisst schon. Das Problem ist, es ist natürlich nicht so leicht, du hast halt ein paar hundertstel Sekunden zu unterscheiden in der Hitze des Gefechts. Welche Art jetzt habe ich gelabert, wenn ich mich konzentriert. Miese Attacke. Hä? Ach, um ihn rum, ey. Relana eigentlich auch ganz gut geplant. Weil ich so zu scheiß an der Wand da stand.
Okay, das ist die... Ah, okay. Er macht den... Alter, diese Drecksattacke, die finde ich wirklich scheiße. Gefällt dir Freeze. Jetzt bist du nämlich easy zu parry, bitch. Siehst du? Nein. Diese Drecksattacke, Mann! Traf es nicht! Fatroll die ganze Zeit, warum sagt denn keiner was? Leute. Warum sagt denn keiner, dass ich Fatroll habe? Ey, mach ich den jetzt original seit 10 Minuten? 10 Minuten? Mit Fat Roll? Alter Ede, ey. Thank you.
bleibst du da? Ich habe nicht mal meine Wondrous Flask benutzt.
Alter. Mann, er heilt nicht. Ich hab dreimal gedrückt. Was soll ich machen? Oh. Dreimal heilen gedrückt, nichts gemacht. Keine Ahnung. Warum er es nicht wollte. Oh, Dragon Katana ist auch eine gute Idee. So viele unterschiedliche Attacken und Kombos, es ist, ich weiß nicht, wie man sich das alles merken soll. Stimmt, Talisman für mehr Crit-Schaden ist ein Argument. Was ist denn das? Das ist auch gut. Jetzt brauchen wir Ink. Shadow of Alexander. Das probieren wir jetzt mal so. Wenn wir eh schon auf Crit gehen, dann auch. Müssen wir es auch konzentrieren. Okay, jetzt habe ich vergessen. Ich baue langsam ab. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich mich erkältet habe. Auf der Gamescom. Es beginnt wieder das typische Kratzen im Hals. Aber ich habe keinen Bock.
Okay, nicht übertreiben. Mann, ey! Beide die Attacke. Aha. Das Claymore ist es. Ich sag's doch. Ich glaube, parieren ist zu schwierig. Dauert zu lange. Brute Force doch besser. Jetzt kommt eh Atombombe. Keine Ahnung. Hoch 1000. Nuclear Power Strike of the Ancient Titans God. Lord Brother. Defeat Bomb. At long last you are returned. Warum überhaupt Radan? Den habe ich doch schon längst gelegt. Scheiße.
Was? Okay. Was war das? Alles klar. Das ging schnell. Okay. Wir switchen um. Leute. Das war Holy Damage. Du musst auch nicht übertreiben, Eddie. Ey. Dreimal hintereinander Lion's Claw ohne zu dodgen. Ne? Das ist ja auch ein bisschen übertrieben. Mann! Wieso kriege ich denn jetzt die leichtesten Kombos nicht mehr? Scheiße, ich habe mich bislang auch noch kein einziges Mal gebufft, fällt mir mal so auf gerade übrigens. Ist klar. Okay. Warte auf wieder. Wenn man nichts mehr rafft, ey. Oh, die hat nicht getroffen.
Was ist jetzt? Ach, er liebt mich. Das ist ja geil. Hab ich jetzt so einen Debuff gekriegt oder was? Nee, was ist los hier? Warum grabbt er mich die ganze Zeit? Was ist das? Was geht jetzt ab? Hearts? Also sehe ich das richtig, wenn man einen guten Try hat, dann sagt das Spiel einfach Halt, Stopp. Jetzt stirbst du. Ja, Verzögerung weiß ich doch. Verzögerung weiß ich doch. Das ist halt jetzt ungewohnt, weil ich die ganze Zeit auf die Schläge gewartet habe, um sie zu parryen. Muss ich ihn jetzt ausweichen. Dadurch wirken die Kombos vom Timing her nochmal so ein bisschen anders. Aber es ist auf jeden Fall der Way to go als parryen. Das ist viel einfacher. Ich hätte ihn vielleicht sogar gepackt, wenn er nicht mein Herz gefressen hätte. Scheiße. Ich musste versuchen, ihn zu staggern, also sonst geht der Stagger-Balken wieder hoch. Stagger muss man sich beim Gegner so vorstellen wie Stamina. Du kannst ihn staggern. Wenn der Balken unten ist, kannst du dann halt die Critical Attack machen, aber wenn du eine Zeit lang keinen Damage machst, dann lädt er sich wieder auf. Das heißt, du musst konstant diesen Stagger-Balken bearbeiten. Deshalb habe ich gerade alles auf eine Karte gesetzt. Mit bekanntem Ausgang. Ja, das ist sehr schlimm. Ich überhaupt nicht auf die Energie geprobt. Jetzt will ich zu sehr forcen, das macht keinen Sinn. Ich muss wieder in den coolen Rhythmus kommen. Nein, Stagger hat einen eigenen Balken. Also Poise quasi.
Oh, das war mies. Da konnte ich nichts machen. Jetzt macht er richtig geil. Wieder tödlich. Ja, wie ich halt nicht das treffen, ne? Ey, sagt mir doch mal, wie man dieser Magnetattacke ausweicht. Ich raff's einfach nicht. Beim Ranziehen rollen. Lass mich zu offen, ich check. Nix. Muss man wahrscheinlich einfach wegrennen, ne? So wie bei Marlene, zweite Form. Falsche Flask. Hinter ihnen.
Er ist nicht so leicht, hinter ihn zu kommen, habe ich das Gefühl bei der Attacke. Mann, ey. Ja, genau. Mein Zip. Immer zu gierig irgendwie. War ein Gedanke, was? Radan? Warum stillst du Fucker nicht? Mann, ey, ich raff's nicht. Guck mal, wie viel Damage ich gemacht habe ohne Stagger, ey. Wie schnell geht sein Poise-Ball? Sobald er in die Luft springt, wird sein Poise-Balken resettet? Ist das confirmed? Wirklich? Das ist ja mies, wenn es stimmt. Oh, er schlägt mich.
Mann, ey. Sag mal. Doch. Ich weiß nicht, wie man dahinter kommen soll, ganz ehrlich. Ja, hör doch auf, Alter. Du siehst ja noch nicht mal was. Du siehst doch noch nicht mal was. Ich weiß nicht mal, was mich trifft.
Uhr. So. Das wird heute nichts mehr. Immer noch Heavy Load damit. Okay. Getroffen. Es hat einfach nicht getroffen. Es ist einfach durch ihn durchgegangen ohne Damage. Das war einfach ein kompletter Volltreffer, der nichts gemacht hat. Raff ich nicht, ey. Warum hat er da Iframes? Die erste Phase ist mittlerweile Medium, nicht mehr Ultra. Na, nicht optimal, hab ich jetzt meine Bubble verloren. Nein, die kommt nicht weg. Überhaupt nicht reingekommen. Gibt so Kämpfe, wo man merkt, man ist komplett asynchron zum Kampf.
zögert. Jetzt ist er wieder resettet, sagt er. Oh, eine hundertstel Sekunde, Mann! Das ist ja albern, dass der resettet sein Poison. Naja, auf der anderen Seite, wenn er in der Luft ist, könnte man argumentieren. Ja, egal. Komm jetzt nicht mit Logik, Eddie. Du kämpfst hier gegen einen rothaarigen Gott mit zwei Schwertern, ey. Zu lange gedauert. Da ist so eine Kombo, ich glaube, da muss ich blocken. Ich glaube, da kommt man mit zwei Rollen, da sind die Schläge so schnell aufeinander, wenn du den ersten ausweichst, frisst du den zweiten. Dann müsste ich es mal mit einem Waffenblock versuchen. Der erwischt einen halt immer, ne? Er läuft halt so auf dich zu und du weißt nicht, wann es runterkommt. Klassischer Rollcatch. Der hat mich, glaube ich, bis jetzt 100 Mal von 100 Mal erwischt. Bleibst hier. So, ein Versuch noch. Der wird's jetzt.
Form. Es geht ab, ey. Wie man nichts rafft bei seinen Attacken, oder? Dummen Haare, Alter. Oh, komm. Was soll denn diese Scheiße? Das ist ja einfach nur lame. So schlechter Versuch. Okay, Leute. Das wird noch eine längere Session. Scheiße, ey. Ich wollte ihn mal im First Try legen. Ah. Verschluckt. Ah. Aber der ist machbar. Ich weiß, das klingt jetzt bescheuert, nachdem ich 50 Mal in Folge verloren habe. Aber if it bleeds, we can kill it. Und die erste Phase kriege ich schon so langsam jetzt mit dem Bild hin. Komme immer häufiger in die zweite Phase. Zweite Phase noch so zwei, drei Sachen, die ich noch so ein bisschen lernen muss. Diese Atomattacke. Ich habe eben auch mal häufiger mit der Waffe geblockt. Das hat ganz gut funktioniert. Ich komme immer auch schon so mit 9 Flasks oder so in die zweite Phase. Das ist nicht so schlecht. Ich habe das Gefühl, der ist machbar. Ich habe das Gefühl, der ist machbar. Noch nicht, also es wird trotzdem noch dauern, aber ehrlich gesagt haben mich die 4 Typen davor, die gleichzeitig auf mich draufhauen, die haben mich mehr abgefuckt. Die haben mich mehr abgefuckt als der. So, ich merke gerade, ich habe Kopfschmerzen und ich glaube, ich werde so ein ganz bisschen erkältet und wir wollen ja nicht Moritan Manor gefährden. Ja, das ist schon so eine leichte Erkältung, die sich hier breit macht. Und deshalb mache ich jetzt mal Schluss. Ich merke nämlich, dass so ein bisschen die Leistungsfähigkeit nachlässt gerade. Was für eine Leistung, du musst ja nur zocken. Ja, genau. Aber auch das ist anstrengend. Gerade hier ist es gerade im Keller 35 Grad und irgendwie geht es mir gerade nicht so gut. Aber wir raiden noch jemanden.